Die Premierenfahrt der Norwegian Escape nach 18 Monaten Bauzeit ging es los im Hamburger Hafen. Ich habe die große Ehre und Freude, dabei sein zu können, und schaue mir für Sie das Schiff mal genauer an. Bevor ich meinen Rundgang starte, ein Blick zurück auf die Sail Away Party. Tausende standen an den St. Pauli Landungsbrücken bereit, um den Ozeanriesen zu verabschieden. Nach einem minutenlangen Feuerwerk brach die Norwegian Escape zu ihrer Premierenfahrt auf. Hamburg ist eine enorm wichtige Stadt für die internationale Kreuzfahrtbranche. Und da wir ja das Schiff in Deutschland gebaut haben, lag es auf der Hand, es in einer der weltweit bedeutendsten Kreuzfahrtstädte der Öffentlichkeit vorzustellen. Und Sie sahen ja selber, die Atmosphäre beim Rausfahren war fantastisch. Zwei Tage lang dauert die offizielle erste Fahrt mit Passagieren. An Bord sind überwiegend Mitarbeiter der europäischen Reisebranche, Kreuzfahrt- und Hafenexperten. Die Premierenfahrt, eine Runde auf der Nordsee, bietet genügend Zeit für mich, das Schiff zu erkunden. So, herzlich willkommen, das ist die Deluxe Ono Suite. Einfach mal eintreten. Ja, kann man mal machen. Ja, hole in one, mehr geht nicht. Draußen auf dem obersten Deck zählen Aquapark und Hochseilgarten zu den Attraktionen. Bei typischem Nordseewetter im Herbst verzichte ich mal lieber auf Schwimmen im Pool und begebe mich trotz Höhenangst auf einen Parcours in luftiger Höhe. Los geht's. So, und jetzt hier? Really? Sit down. Run and sit. Run and then sit. Das war eines der einfachsten Dinge, die ich je in meinem Leben gemacht habe. Jetzt brauche ich die nächste Herausforderung. Yes! Treffer! Höchste Flexibilität, was zum Beispiel Essenszeiten, das Nutzen von Entertainment-Angeboten und die Kleidung betrifft, ist unter dem Konzept Freestyle-Cruising gebündelt. Das verrät mir der Kapitän. Das Konzept der traditionellen Ozeankreuzer, alles für den Gast zu planen und minutiös zu steuern, verfolgen wir hier eher nicht. Hier auf dem Schiff können die Gäste je nach Lust und Laune ihren Tagesablauf spontan und frei gestalten. Freestyle just makes perfect sense. Das Schiff wird nach der Taufe in Miami in der östlichen Karibik reisen. Aber die Reederei NCL streckt ihre Fühler auch Richtung Nordeuropa aus. Hamburg ist für uns sehr wichtig und eine große Gelegenheit. Zurzeit bedienen wir Hamburg noch nicht, aber wir spielen mit dem Gedanken. Der nordeuropäische Markt ist sehr groß und Hamburg wäre der optimale Hafen für dieses Angebot. Great, very well positioned city for Northern Europe, so could be really important. Für die Abfertigung dieser Ozeanriesen mit Kapazitäten von über 4000 Gästen ist Hamburg vorbereitet. Naja, wir haben dieses Terminal ja nicht umsonst gebaut. Wir werden ja im kommenden Jahr einen Erstanlauf an einem Schiff haben, was für Ganzjahrestouren ausgelegt ist. Und ich glaube, das ist so ein bisschen der Trend auch in der Kreuzfahrt, dass man in der Lage sein muss, Kreuzfahrtpassagiere trotz des kühleren und manchmal ja auch feuchteren Wetters hier vernünftig abfertigen zu können. Und zwar auch in einer Passagierzahl, einer Größenordnung dieses Schiffes und zum Teil ja zukünftig noch größer. Ja. Und ich glaube, das war wichtig, dass wir uns darauf vorbereitet haben. Und wir werden jetzt natürlich schauen, nach einem halben Jahr Testbetrieb, sage ich mal, in Steinwerder, was wir noch weiter optimieren müssen und was wir für zusätzliche Kapazitäten schaffen müssen, um den Kreuzfahrtboom auch vernünftig begleiten zu können, dass er an Hamburg nicht vorbeigeht. Aus nautischer Sicht hat beim Ein- und Auslaufen der Norwegian Escape alles geklappt. Für den reibungslosen und sicheren Ablauf dieser Manöver müssen im Vorwege einige Punkte bedacht werden. Das ist ungefähr ein Monat, anderthalb Monate her. Da habe ich den Kapitän des Schiffes, der damals noch in der Bauaufsicht in der Werft war, bei mir im Büro gehabt. Und wir sind diese ganzen Manöver gemeinsam mit dem Ältermann der Hafenlotsen durchgegangen. Haben bestimmt gesagt, bis welche Wetterlage kann das sein, bei welcher Windstärke, was hat er an Schleppern anzunehmen, was ist zu beachten, wie sind die Strömungs- und Windverhältnisse. Und bis jetzt, so wie der Kapitän auch gerade zu mir sagte, alles hat toll geklappt. Und das ist eigentlich auch unsere Ansicht, dass alles gut gelaufen ist bis jetzt.
Die Hafenverantwortlichen haben hier bereits viele nautische Erfahrungen mit den größten Containerschiffen der Welt sammeln können, doch vergleichbar sind die Manöverstrategien der Containerriesen mit denen der großen Kreuzfahrtschiffe nicht. Ein Kreuzfahrtschiff hat einen deutlich geringeren Tiefgang, guckt dafür aber ewig weit wie so ein Hochhaus aus dem Wasser raus. Das heißt, die Windangriffsfläche ist eine riesige und gleichzeitig der Widerstand im Wasser des Schiffes, der dann vertrieben wird, der ist geringer als bei einem Containerschiff. Von daher ist also eine hohe Windanfälligkeit. Auf der anderen Seite haben diese Schiffe eine höhere Manövrierfähigkeit. Also es ist nicht ganz ohne, aber das kriegen wir sicher hin. Also, der Hamburger Hafen ist auf diese Kreuzfahrtriesen bestens vorbereitet. Die Norwegian Escape ist bereits wieder in See gestochen und sie wird ab dem 14. November ganzjährig auf einer 7-Nächte-Route durch die östliche Karibik kreuzen. Und jetzt sind wir zurück im Hamburger Hafen. Das war sie, die Premierenfahrt der Norwegian Escape. Ihnen eine gute Zeit. Bis zum nächsten Mal in Hamburg, sagt man. Tschüss.